Ein fröhliches Moin Moin und nach langer Pause, jetzt fast über 2 Monate, glaube ich, der erste Battle Report mal wieder von uns hier aus dem Clubraum. Für mich auch eine Premiere, ich werde heute Ravenwing spielen, als alliiertes Kontingent, aber erstmal zu meiner Hauptstreitmacht. Das wird ein Nemesis-Einsatzverband sein. Hier vorne mit General Skriptor, Freichhorn, Sturmbolter Stufe 3. Dahinter 5 Terminatoren, 2x helle Bade, 3x Freichhorns, 1x Ziehpulser, Bolter, hier Krawum. Die werden in einem Land Raider Crusader sitzen mit Multimelder. Dann nehmen wir in der Unterstützungsauswahl 2 Nemesis-Ritter mit Flamer, Ziehpulser, Langschwert. Und dann kommen wir zum Ravenwing, weil das war nämlich das Hauptkontingent. Als alliiertes Kontingent, Samael zusammen mit seinem Haku-Trupp haben wir hier. Mit dem Banner der Stärke. Und ansonsten 5 Black Knights, ein Champion hier vorne. Und als Standard einen kompletten Ravenwing Attack Squad mit dem Sergeant Kombi-Melder, 2 Melder in dem Trupp, 1 Multimelder auf Trike und 1 Multimelder mit im Typhoon Landspeeder. Und dann noch in der Sturmauswahl, da haben wir ihn den Nephilim-Jäger. Das sind 1999 Punkte. Und wir werden heute spielen gegen. Space Marines! Oh mein Gott! Das ist eine kombinierte Streitmacht aus Blood Ravens, Raven Guard und Imperial Fists angeführt und dementsprechend Kontingent oder Ordenstaktiken der Imperial Fists von Captain Lysander. Begleitet von einem 10-Mann-Termi-Trupp, wovon 5 Termis Fists sind, 5 Termis Blood Ravens, ein Rackwerfer, eine Sturmkanone ist hier irgendwo, 2x10 Protektor-Gardisten, in einem Trupp sind 2 Melter drin und ansonsten ein Haufen Scouts, das sind 35 Scouts, 1x10 Mann mit Nahkampfwaffen, 1x10 Mann mit Bolter, 1x10 Mann mit Boltern und halb Nahkampfwaffen und 1x5 Scharfschützen und dazu als Luftunterstützung ein Storm Talon mit Stuka und Typhoon Raketenwerfer. Wie fiese. Na gut. Was wir spielen, wissen wir noch nicht. Wie wir spielen, wissen wir noch nicht. Und wer gewinnt, das wissen wir auch noch nicht. Deswegen werden wir jetzt erstmal Gelände aufbauen und uns mal angucken, was wir heute spielen wollen. Blut und Morde! Blut für den Imperator und Schädel für seinen Thron. Ja, wir sind gerade noch mitten in der Aufstellung. Wir haben ausgewürfelt, wir spielen einmal alte Mission Mein Haus, Dein Haus und neue Mission ist Kriegsbeute. Die Space Marines haben hier drüben schon aufgebaut und sind jetzt gerade in der Scout-Bewegung. Also Mein Haus, Dein Haus wird dargestellt durch diese Missionsziele, die Antennen. Ja. Und ansonsten haben wir hier halt unsere 6 Missionszielmarker überall. Da an dem Haus ist noch eins und da drüben und ja. Wie gesagt, jetzt gerade Scout-Bewegung Space Marines. Die marschieren schon fleißig drauf los. In Reserve bei den Space Marines sind nur die Termis und der Flieger geblieben. Bei den anderen die einen Kampftrupp von den Bikes, der Landspeeder, der Flieger. Die Terminatoren sitzen hier im Land Raider. Und du bist jetzt gerade durch, ne? Mit deinem Scout. Ich kann jetzt versuchen, die Initiative zu klauen. Nee, ich möchte auch noch scouten. Was? Alle Bikes haben Scout. Ja, und ja, ich übergebe mal an dich. Obwohl, will ich überhaupt scouten? Willst du? Will ich? Ja, habe ich gerade beschlossen. Na, dann will ich's nicht. Doch, ich will scouten. Wie ist der aber gesagt? 1W6 war das, ne? Ich spiele so selten Scouts. Nee, die normale Bewegung. Du musst deine, aber so deinen Geländetest machen. Warum stelle ich die denn erst im Gelände auf? Tja. Das
Was passiert mit Dark Angels, die blind der Inquisition vertrauen? Jo, Inquisition. Hallo, die Inquisition ist da. Ich möchte mit Ihnen über den Imperator und die Welt reden. Ihre Welt. Ja, die wollen ja auch noch dicht daran, ne? Das wäre ja doof, wenn nicht. Aber die können nur drei, aber die können ja hier voll. Panzersperre mitgenommen, kaputt. Die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja. Und dann bin ich durch mit Scout. Dann klaue ich dir jetzt noch schnell die Initiative. Und dann kann ich auch gleich loslegen. Nein, war natürlich nichts. Siegkräfte habe ich gewürfelt, weil ich der Einzige bin mit einem Psioniker. Prophetie habe ich einmal die Vorahnung, die perfekte Abstimmung, den leitenden Geist und den Seherblick. Und dann fängt Nozu jetzt an mit seinem ersten Zug. Willst du noch schnell deine Missionsziele ziehen? Ach ja, das kann ich gerne machen. Wir spielen hier Kriegsbeute, das heißt, ich darf das auch wissen. Wir kleben zusammen. Das macht nichts, die habe ich extra zusammengeklebt, damit es immer sich ein bisschen stabiler ist. Sichere Missionsziel 6, sichere Missionsziel 5 und sichere Missionsziel 1. Die hast du doch gar nicht gemischt. Doch, mehrmals. Okay. Ja gut, dann... Und wenn das du schuldest, sind deine Karten. Jawohl. Also die 6 steht da vom Landwelle. Die 1 ist hier in dem Gebäude, ne? Ne, die haben wir darüber gestellt. Ach stimmt, die ist jetzt hier. Also, Und ja. Die 5 ist da vorne. Genau. Gut, dann sehen wir uns nach Runde 1 wieder. So, erster Zug Space Marines vorbei. Meine Scouts sind hier vorne eingerückt, haben das Missionsziel 1 eingenommen und haben durch konzentriertes Feuer einen Biker erschossen. Meine Protector Guard ist hinterhergerannt, hat auch durch konzentriertes Feuer einen weiteren Biker erschossen. Die Scouts hier oben haben auf den Kommandotrupp gefeuert. Außer Luck hat es dann nichts gewesen, genauso wie von der Protector-Rettiste. Die Scharfschützen haben drei Schützen haben getroffen, aber keiner hat verwundet. Und die Nahkampf-Scouts haben Missionsziel 5 eingenommen. Das heißt, ich habe jetzt 2 Punkte gesammelt und werde gleich auf die Fresse kriegen. Schauen wir mal. Ich ziehe mal meine Missionsziele. Wir haben einmal sichere Missionsziel Nummer 2. Wo haben wir das denn? Ich weiß es doch gar nicht. Hier. Dort. Dann haben wir sichere Missionsziel Nummer 6. Das ist vor dem Landrider. Und dann haben wir sichere Missionsziel Nummer 5. Das ist bei den Scouts. Den gefährlichen Nahkampf-Scouts. Deine Scouts sind ja Standard, ne? Ja. Okay. Hallo. Also, wir haben uns alle so ein bisschen bewegt und hier bewegt und auch geschossen und hier auch noch natürlich bewegt. Ja, wir fangen mal hier auf der Seite an. Der hat vom Skriptor Prophetie Leitender Geist bekommen und erstmal hier in die Scouts reingeschossen. Wie man sieht, sind die Scouts weg. Das trifft sich hervorragend. Denn als der Landwehr nach vorne gefahren ist und die Terminatoren ausgestiegen sind, konnten die Missionsziel 5 dadurch sichern. Das wäre ein Punkt für mich. Wo wir gerade beim Landwehr und Terminatoren und so sind, der Landwehr sichert Missionsziel 6. Der Nemesis-Ritter auch. Und der hat dann anschließend noch zusammen mit dem Landwehr und den Terminatoren auf den Trupp geschossen, hat dort 3 oder 4 rausgenommen. Ja. Wo die 3 dann sind die weitergefahren. Einer ist hier mal kurz abgebogen und sichert jetzt das Missionsziel 2. Das ist die dritte Karte, die ich ablegen kann. Geschossen haben die beiden, weil die die einzigen in Range sind, zusammen mit Samael auf den Protektor-Rettisten-Trupp geschossen. Haben dort auch relativ viele rausgenommen, insgesamt 5. 6. 6 sogar. Also durch die Plasma. Das ging sehr gut.
Und ganz zum Schluss haben dann noch die geschossen mit den beiden Bouldern und dem Multimelder auf die Scouts und haben einen Scout rausgenommen. Was hast du da noch für ein offenes Missionsziel? Sichere Missionsziel 6. Dann klaue ich dir das im Namen der Kriegsbeute und der Inquisition. Und damit habe ich 4-mal Missionsziele und First Blood. Also 5 Punkte gegen meine 2. Genau. Dann gucke ich mal, was ich für Missionsziele habe. Genau. Sichere Missionsziel 3. Sichere Missionsziel 2. Sichere Missionsziel 6. Hervorragend. Also 6 haben wir hier bei den Landwälder und Brainheads gedöns. 2 ist glaube ich da hinten. Genau, und Missionsziel Nummer 3 ist, das muss bei dir da irgendwo sein, oder hier? Das ist 4. Das suchen wir gleich und zeigen euch gleich. Hier ist 3. Ah. Genau. Und dann gehen wir uns jetzt nach den Space Marines Runde 2 wieder. Aber danke. So, zweite Runde Space Marines ist durch. Ich habe mich ein bisschen bewegt, also sprich ins Zentrum massiert. Die Scouts haben Missionsziel Nummer 3 eingenommen, das heißt, ich kriege einen Punkt. Durch das konzentrierte Feuer meiner Protektorgarde und allen anderen Scouts, die ich noch hatte, und des Storm Tennis, der gekommen ist, habe ich Samuel erschossen und seinen Champion und noch so ein Typ, der daneben fuhr. Also Champion und Black Knight ist noch mitgegangen. Genau. Die drei habe ich diese Runde erschossen, sonst ist nicht viel passiert. Das war auch mein kompletter Beschuss, die Runde. Ja, ich rechne damit, dass ich dann wieder 2 Trupps oder so verlieren werde. Aber ich habe immerhin einen Punkt gekriegt. Ja, ich ziehe mal kurz meine neuen Missionsziele. Da haben wir einmal Zionischer Bund. Ich erhalte am Ende eines Spielerzugs einen Siegpunkt, wenn der Grey Knight einer während eines Spielerzugs mindestens 3 Zielkräfte freigesetzt hat. Wenn ich erfolgreich 6 oder mehr Zielkräfte freigesetzt erhalte, stattdessen W3. Großwildjagd. Ich erhalte am Ende meines Spielerzugs, wenn ich monströse Kreatur, feindliches Fahrzeug, superschwere Fahrzeuge erhalte ich W3. Und ich habe keine Gefangenen, ich muss eine Einheit vollständig vernichten. Ja. Keine Missionsziele, das ist ja doof. Die habe ich ja noch hier. Na gut, die liegen ja da noch, das stimmt. Du hast da noch Missionsziel 2 und 5? Und 6. 2 und 6? Ja. Okay. Darfst du nicht eins jetzt aus der Hand abschmeißen und ein neues ziehen? Missionsziele nicht. Missionsziele bei Kriegsbeute leider nicht. Okay. Ja, und dann gucke ich nochmal kurz Reserve. Was habe ich denn da noch stehen? Den Flieger? Der kommt. Dann eigentlich jemand Schritt beiseite. Was habe ich denn noch? Oh, hier den Melder Bike Trupp. Der kommt nicht. Und den Landspeeder. Der kommt. Gut. Und dann sehen wir uns nach der Runde 2 von den anderen. Runde 2 von denen da. Die sind größtenteils stehen geblieben, sichern das Missionsziel 2. Hier ist mein Flieger reingekommen. Die Bikes sind stehen geblieben. Hinter dem Storm Talon ist der Landspeeder geschockt. Der ist abgewichen, der sollte eigentlich ein Stück weiter hinten stehen. Ist dann nach vorne gerückt, das ist auch nicht voller Wild gewesen. Dort ist der Nemesis-Ritter, hat seinen Warpsprung durchgeführt. Der ist nach vorne gesprungen und die haben sich ein bisschen bewegt. Und hier nimmt der Landrader sicher Missionsziel 6 und hat sich auch nochmal gedreht. Geschossen hat so ziemlich alles. Alles, was Ravenwing ist, und zwar wirklich alles, hat auf den Storm Talon geschossen. Der ist hochgezogen und hat 2 Volltreffer negiert und den Streifer hat er durchgehen lassen. Hat also noch einen Rumpfpunkt. Und ansonsten, ich habe einfach nicht getroffen. Der Granatwerfer von den, vom Standartenträger hat getroffen. Einmal, aber nicht durchschlagen. War ein bisschen ärgerlich. Damit habe ich Großwildjagd nicht erfüllt. Aber dafür umso erfreulicher waren die Grey Knights. Wir fangen mal hier an. Die Terminatoren und der Nemesis Ritter haben geschossen. Auf den Space Marine Truppe. Ich vergesse das immer. Protektorate? Ja, genau. Ich spiele ja nun keine Trons Marines, deswegen weiß ich immer nicht, wie die heißen. Haben alle rausgeschossen, bis auf einen. Der hat glorreich seinen Moralwert gehalten. Der Sausack. Hat da vielleicht eine Beförderung verdient. Wenn er es überlebt. Wenn er es überlebt. Der Land Raider, also
Ja, der Land Raider hat geschossen auf die Scouts, hat dort zwei rausgenommen, das war ein bisschen mau. Ja, wie gesagt, die Ravenwing haben alle auf den Flieger geschossen. Und der Nemesis Twitter hat hier auf die Protector-Gardisten geschossen und hat dort die letzten 4 oder 5 rausgenommen. Das war sehr, sehr gut. Erfüllt habe ich am Missionszielen keine Gefangenen. Ich habe eine Einheit vollständig vernichtet. Ich habe erfüllt Großwildjagd nicht. Und Zionischer Bund habe ich auch nicht erfüllt. Ich habe es nicht geschafft, auch nur eine einzige Ziehkraft freizusetzen. Ich hatte irgendwas bei 12 Würfeln und ich habe alles verkackt. Also ein Punkt, muss reichen. Was hast du da hinten noch am Missionsziel? Sichere Missionsziel 6. Nehme ich. Danke. Und sichere Missionsziel 2. Nehme ich auch, weil da stehen die Biker dran. Hier ist die 2 und dort ist die 6. Gut. Und dann darfst du, wenn du möchtest, deine Runde 3 einläuten. Ja, ich gucke mal, was ich für Missionsziele bekomme. Wahrscheinlich wieder mit sicherem Missionsziel 2, 6 und 5. Ja. Überwältigende Überfeuerkraft. Du hältst einen Siegpunkt, wenn eine feindliche Einheit während der Schussphase deines Zuges vollständig vernichtet wurde, wenn während deiner Schussphase 3 oder bla bla bla. Hinter feindlichen Linien. Du hältst einen Siegpunkt, wenn sich am Ende deines Spielzugs eine deiner punktenden Einheiten innerhalb von 12 Zoll von der Spielfeldkante des Feindes befindet und keine Gefangenen, ja, das hatten wir gerade eben schon, würde sich damit überwältigen ihrer Feuerkraft deckeln. Wie das sind, kriege ich, weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. So, das ist schon wieder meine Runde 3. Das ging diesmal sehr fix, ich habe auch nichts mehr auf dem Feld. Gekommen sind Lysander mit seinen Imperial Fist Termies. Die sollten da landen, die sind da gelandet, alles gut. Bis auf ihr Schussergebnis. Die haben alle getötet, bis auf einen. Genauso wie der Rest meiner Armee hat versucht, die Spike-Trike-Schwadronen auszulöschen. Haben alle getötet, bis auf einen. Mein Stormtanner mit seinem Snapshots hat auf die Termis geschossen. Die Stuka hat nichts getroffen. Die Raketenwerfer haben getroffen, aber nichts ausgeschaltet. Ja, Missionsziele. Ich bin hinter feindlichen Linien. Das gibt mir einen Punkt. Keine Gefangenen überwältigen, die Feuerkraft habe ich nicht. Hast du noch irgendwas oder hast du abgeworfen? Ich habe hier noch Zionischer Bund und Großwildjagd, die kannst du aber nicht nutzen. Also werfe ich meine jetzt noch aktuellen Missionsziele an, damit du sie nicht nutzen kannst. Nein! Fertig. Ja, ganz schnell, meine Runde ist vorbei, ging relativ zügig. Die haben geschossen auf die Scouts, haben dort 5 rausgenommen, behaupte ich jetzt einfach. Der Plasma hat geschossen, hier hat er einen rausgenommen, die Melder haben geschossen, haben dort welche rausgenommen. Der Land Raider hat darauf geschossen, hat keinen rausgenommen. Der Flieger hat auf den Storm Talon geschossen, hat den abgeschossen. Die Terminatoren haben hier in die Scouts reingeschossen, genauso wie der Nemesis Ritter, haben hier alles rausgenommen. Und der letzte Nemesis Ritter hat in den Sniper-Trupp geschossen. Ich habe erfüllt sicheres Missionsziel 5. Und da stehen immer noch die Thermis dran. Zionischer Bund, ich habe 2 Zielkräfte aktiviert. Bräuchte aber 3. Und Großwildjagd, ich habe den Flieger zerstört. Habe ich ebenfalls erfüllt. Gibt wieder ein Missionsziel. Das war's. So, meine Runde ist durch. Meine Termis sind da hinten gekommen und haben das Trike erschossen. Meine Scouts haben das Missionsziel eingenommen. Der Protector Gardist hat das Missionsziel eingenommen. Meine Termis mit Lysander haben die 3 lästigen Bikes vertrieben und das Missionsziel eingenommen. Das heißt, ich habe den Vormarsch erreicht und erhalte W3 Siegpunkte und das sind einer. Das war meine Runde. Ich weiß nicht noch. Es hat sich alles bewegt. Dort hinten fangen wir da an. Der Nemesis Ritter ist da reingesprungen, hat sein Haus gesichert und den Durchbruch. Die Terminatoren sind nach vorne, der Land Raider ist nach vorne. Hier, der ist in Hover-Modus gegangen. Das Bike hat weiter. Die Termis sind weg. Der Landspeeder und der Nemesis Ritter dort mit dem Warpsprung. Ja, wie ihr gesehen habt, ist leider der Akku von der Kamera ausgegangen. Steckt man manchmal nicht drin.
Die haben das Spiel an der Stelle dann auch beendet, weil Nozi hatte mit seinen Space Marines noch den Trupp Terminatoren. Und das war's. Der Rest war vom Tisch. Das Spiel an sich war sehr... Es hat sehr viel Spaß gemacht, gegen Nozi zu spielen, weil Nozi ist immer wieder ein cooler Gegner. Aber es war ein bisschen langweilig, weil es sehr schnell sehr eintönig wurde und er einfach Pech hatte mit den Missionszielkarten. Das ist so das Fazit, was ich ziehen kann. Ja, er hatte viele Scouts dabei. Das war wahrscheinlich nachher das Problem, was er hatte. Abgesehen von den Missionszielkarten, aber die konnten halt die Missionsziele nicht so gut sichern gegen die Erlöserflammenwerfer von den Nemesis-Rittern. Nach wie vor Nemesis-Ritter bei den Grey Knights die stärkste Einheit, die man mitnehmen kann. Hat auch seinen Grund, warum die Nemesis-Einsatzverband nur noch zu zweit gespielt werden können und nicht zu dritt. Und selbst zwei sind... Puh, schon krass. Seit langer Zeit mal wieder ein Video von uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, das Spiel wurde dann beendet nach Runde 4. In Runde 5 wäre es eventuell zum Table gekommen, ich weiß es nicht. Aber die Chancen wären auf jeden Fall da gewesen. Dann haben wir gesagt, dann brechen wir auch ab. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.